It's your boy, Rick. Er ballert direkt nein. Willkommen zum aktuellen CSGO Matchmaking. Kommt schon, Jungs, holt bitte den Win, sehr gut. Ich brauche jetzt ganz dringend ein paar Wins, sonst ist nämlich der LE weg. Und dann weine ich. Also wenn ich auf A muss, ich hasse A, dann gehe ich auch. Portmund. Alter, nice. Ich habe niemanden gesehen. An der Stelle natürlich ein herzliches Willkommen an alle neuen Leute. Schön, dass ihr da seid. Hallöchen, Popöchen. Selbst wenn ihr nur temporär wegen dem Giveaway dabei seid, freue ich mich, dass ihr da seid. Vielleicht bleibt ihr ja doch länger. Mal schauen. Hey, long is open, guys. Hey, long is open. Apartments, least two. Apartments. One is low again. Ständig baller ich so low. Ja, man merkt, dass ich die Pussy halt nicht spiele, ne? Das ist irgendwie, ich fühle mich da wie so ein Fisch auf dem Trockenen. Jawohl, auf B ist einer nicht da. Easy peasy. Aber jetzt kann ich halt nicht vor, ne? Na also. Ich sehe zwar keine Gegner, aber jetzt kann ich auf B. Nice, Mann. Das ist geil. What are you doing? Can I ask you something? What are you doing? You had to go A side or something or pit and you do nothing. Labertaschen sind das, richtige Labertaschen, Mann. Man will versuchen zu fokussieren, die labern durchgehend weiter. B at least two. With bomb. Warum kommt denn keiner? What the fuck? Oh nein, komm, Grün muss den hinten holen. Oh nice, sehr gut. Jetzt haben sie es, glaube ich. Nice. Jetzt muss er halt. Oh! Die gehen viel zu sehr auf die Kills. Also sie versuchen irgendwie. Sich hoch zu killen auf der Statistik, ohne Teamplay zu machen. Also die Runde hätten wir eigentlich klar gehabt. Wir waren noch alle fünf. 3 auf A, 2 auf B. Wir haben 2 auf B gekillt. Und ich sag, da kommen immer noch welche auf B und sie kommen halt nicht nach. Also sie wollten unbedingt zu dritt einen oder den einen abfangen, der vielleicht über A geht. Anstatt lieber safe zu spielen, ist das halt echt dumm. Die brauchen Jahrhunderte. Die brauchen echt Jahrhunderte, bis sie da sind. Das gibt's doch gar nicht. Das fällt ihm jetzt aber früh auf, die Situation, weil sie vorhin halt eigentlich sogar noch ein Ticken schlimmer war. Ich spiele ja gerade ich weiß auch nicht, ich kann es ja schwer einschätzen. Die sind echt verbissen, wollen den Sieg und so weiter. Spielen auch eigentlich ganz gut. Also spielen ganz gut für sich alleine. Aber diese Teamsache. Wir haben ja echt früh angesagt, ne, dass B jetzt wohl, dass es da jetzt eng wird. He's left side. I think he's on mid now. One is coming. Auf A kriegen sie die Nase voll. Should I rotate to A? Nice. Okay. Ah, you got the bomb. Incoming. So, komm, jetzt haben wir da so ein bisschen Bewegung drin. Jetzt bin ich derjenige, der verschieben muss. Ich verschiebe auch direkt. So, sehr gut, sehr gut. Ich werde mich jetzt selbst gleich rausflashen und gucken, dass ich da nochmal was, mache. Au. Hello there. He's coming, he's close. Nice, thanks. Wow. Got one HP left. Einer B noch. Scheiße. Und die AWP guckt mich an. Hallo? Ich sag's doch, wenn ich auf B bin, dann geht's bei mir direkt viel besser wie auf A. Ich habe auf A, glaube ich, sogar 2 ganze Runden einfach weggeschnitten, weil da nichts ist. Ich stehe da und bin dann einfach tot oder wie auch immer. Ich will A halt einfach nie. Oh, ein Flash. Nein. Ah, nice. Ich glaube, wir hätten die ersten Runden auch schon ganz gut aufholen können, wenn ich auf B gestanden wäre und mich nicht selbst praktisch auf A verfeuert hätte. Da habe ich kein Feeling dafür. Da laufe ich in Situationen rein, in denen ich einfach verreck und null mache. Null fürs Team. Nice. Planted for short, guys. Easy. Sandbags. I'm going to plant for a banana. Bumpf! Einige von euch haben ja gestern schon geschrieben, wie ihre CSGO-Aktivitäten im Moment aussehen. Ich habe bis jetzt nur ein paar überflogen, habe noch nichts beantwortet und so weiter. Ich bin eh noch ca. 100 Kommentare hinten dran. Oder hinter diesem Videohalter. Ich muss noch ein bisschen aufholen. Aber ja. Einige von euch sind ja doch noch recht aktiv am Dödeln. Surprise, motherfucker! He's coming, Green. Nice. Boah! Wow, alter Falter! Was ist mit ihm los, ey? Und hat er mal reingeschwitzt jetzt, oder? Die Waldfee. Ah, Pause, nein! Als hätte ich jetzt Zeit für sowas! Meine Freundin kommt jetzt bald und ich muss das Video dann noch schneiden und editieren. Und dafür brauche ich Minimum eine Stunde. Und jetzt ist sie aber schon in 50 Minuten da. Und ich bin noch nicht mal fertig mit der Aufnahme. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, dass das Video nie im Leben um 17.45 Uhr erscheinen wird. Sorry. Ich spiele ja gerade mit jemandem, der Level 10 ist bei Faceit. Deswegen hat er eben so reingebollert, der Kerl. Und das sind dann die Sachen, die ich angesprochen habe mit dem einen Overwatch, wisst ihr noch? Level 10 bei Faceit ist ja schon wirklich ganz gut, oder? Und wenn man überlegt, dass wir hier gerade auf LE spielen, dann könnte dann der ein oder andere vielleicht auch meinen, die hacken oder sowas, wisst ihr? Wenn jetzt jemand mit Level 10 gegen dich spielt. Wir wollen jetzt B rushen. Ich habe aber Schiss vor den Nades. Sie wollen aber nicht anhalten. Oh, scheiße. Oh Gott. Okay. Oh. Should we save off, maybe?
IOP durchgebracht, easy. Aber das gibt doch jetzt keinen Loose, komm schon, nein. Ich kann keinen Loose gebrauchen, vor allem nicht so einen ultra schlechten. He's down, Pit is down. Library. Library ist Malik. Nice. Ich dachte einer wäre in Apps. What the fuck? Jetzt waren doch beide long. Alter, der hat uns beide getroffen. Scheiße. Bombe ist angesagt. I'm flashed. Another one on spot. 15-13. Ich kann nichts machen. Wir stehen zu viert irgendwo, also kommen drauf gerannt und ich bupp, bin weg. Es geht einfach nicht. Einfach nur das Draw. Mehr verlage ich nicht. Es muss ein Draw werden. Komm schon. Ich weiß auch echt nicht, wohin ich soll. Ich fühle mich wie so ein Stück Geflügel. Einfach verängstigt. Okay, let's go. He's down. Down. Morning City. Uff. Meine Güte. Ich habe schon lange nicht mehr so schlecht oder so wenig am Spiel teilgenommen. Die Jungs haben mich zu 100% gecarried. Ich habe nichts gemacht. Ich hatte 31 Punkte jetzt am Schluss. Und die Mates irgendwie 130. Immerhin kein Los, ne? Das kann ich auch, mein Freund. Verstehe ich mich? Das nächste Matchmaking läuft hoffentlich deutlich besser. Weil, wenn in so einem Spiel der Uprank kommt, und komischerweise kommt der oft bei solchen, wo man einfach nichts macht, wo das Team alles macht, da kommt dann der Uprank und man denkt sich, warum jetzt? Warum habe ich den Uprank jetzt verdient? Man hat so geile Spiele, wo man richtig reinbuttert und das Team anführt oder zumindest nur weit oben steht und krasse Spielzüge macht, viele Sternchen hat und sowas. Da kommt dann kein Uprank. Und dann warst du mal das fünfte Rad am Wagen und schon, also so kam zumindest letztens bei mir der Lem rein, aber es fühlt sich dann komisch an. Ich will in so einer, wo man so eine 30er-Bombe reinhasselt, da möchte ich einen Uprank und nicht, wo man eine 10er-Bombe reinhasselt. Vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal oder morgen im Livestream, 18 Uhr dienstags, ciao, ciao.